Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, im letzten Mal konnten wir ja die Anlage noch retten, indem wir halt leider zurückgegangen sind. Aber wie gesagt, ich glaube immer noch, dass das zeitlich ein bisschen ein großer Aufwand geworden wäre, hätten wir es anders gemacht. Aktuell sind wir aber gut dabei, sind gut durch. Wir haben hier ja die ganzen Lieferungen vervollständigt automatisiert. Vielleicht sollte ich noch schauen, dass ich den Rest hier auch mit verbringe. Also, dass ich das Brot hier wieder so einleite, hier lang führe und dann unten durch mitführe. Dann würden wir alles automatisieren, auch das Brot. Was vielleicht gar nicht schlecht wäre. Lass mich mal schauen, was ich machen kann. Bau ein flaches Förderband. Ich nehme 2er. Hier würde ich dann aber so eine kleine Brücke reinbauen. Einfach um sozusagen den Zugang zu behalten an Kartoffeln, weil da kommen sie seitlich an den Rest ran. Zack, das Ding ist 2 breit. Dann machen wir. Ah, ne, warte, brauche ich gar nicht. Flaches Förderband 2. Ne, warte, ich muss hier drüber. Dann brauchen wir hier noch flache Förderbänder. Dann schließen wir das hier mit dem flachen Förderband 2 an. Snipping ist auch sowas. So, und dann binden wir das einfach auch direkt hier an. Genau, hier wollte ich auch 2 flache Förderbänder, flacher Aufzug. Warte, da gehen wir hier 2 vor. Hey, warum? Oh, hier habe ich das Falsche genutzt. Hier habe ich ein U-förmiges genutzt. Hopsa. Und hier gehe ich dann wieder zurück aus der Position. Dich müsste ich flippen, bitte. Flaches Förderband 2. Ah, ich habe die ins Tuch gebaut. Goddammit. Warum kann ich denn die immer eins höher bauen? Diese vermaledeite Technik. Eins runter, gut, danke. Flip, rotate. Ganz hoch, eins runter, so. Flaches Förderband 2. Why? Oh. Deswegen. Gut, dann richten wir uns nochmal neu aus. Flacher Förderaufzug. Flip. Nice. Oh, warte mal. So. Kann ich aber gleich schon also runtergehen in dem Fall. Oh,
Oder auch nicht. So, wir nehmen den hier, weil der Rest passt schon. Oder war da mal bessere Idee? Warum muss ich es mal so machen, wie ich denke? Ich habe hier doch auch wieder flacher Aufzug. Der einfach genius ist. Dann kann ich das so machen. Das ist absolut geil mit diesen Automatiken. Gut, bedeutet, hier müsste jetzt das Brot lang schießen. Yes! Hier kommt Brot! Geil, Lumatico! Schießt zwar wieder alles über die halbe Karte drüber, aber scheiß drauf. So. Manchmal halte ich jetzt ein bisschen besser im Auge, meine Freunde. Bedeutet, wir brauchen hier auch keine Anlieferung mehr, wie beim Rest. Und haben das somit komplett freigeschaltet. Premium! Er ist ja echt Premium. Oh, ich habe ein kleines Teil übersehen. Ah, shit. Okay. Ja, schaut an, wie gut das fließt. Und jetzt kannst du hier rein theoretisch noch einen kompletten Anschluss frei. Kannst hier auch sogar noch hin mit einem kleinen LKW. Hier musst du halt von da rum rein, aber da tun wir vielleicht mal was verkippen noch. Aber schaut euch das an, wie gut das funktioniert. Und jetzt wird Brot gleich aufgefüllt. Und zwar ratatatatatatatat. So wollen wir das. Jawollio. Super. Perfekt. Bedeutet, Brot ist jetzt auch angeschlossen. Hier ist der große Teil weg. Und euch hätte ich jetzt gerne komplett entleert. Dich auch. Der Zwischenschritt wird jetzt hier abgerissen. Aber wenn ich mich nicht irre, sind wir auch mit der Forschung durch. Die wir mit der Stufe machen können. Yep. Bedeutet, ab jetzt ist alles die nächste Forschungsstufe. Und die will ich nochmal neu iterieren an einer anderen Stelle. Und das gleiche ist auch besser so. Ich mache uns gerade so viel Platz wieder, das ist brutal. Euch würde ich auch gern anders platzieren, das aber hinzukriegen könnte dauern. Aber dafür müsste ich den kompletten Apparat. Ich will eigentlich schauen, dass ich hier sozusagen die Anschlüsse hier dran setze und dann hier eine gerade straight mache. Bedeutet, das Teil hier wird ein bisschen gemoved. Ah, ja, ja. Und vor allem will ich das sozusagen als Lower Priority einstufen lassen. Aber das sollte dann in dem Fall ja ganz gut klappen, wenn ich das Ganze hier drumherum setze. Ne, so, perfekt, genau. Das war der Glaszuschuss. Den, glaube ich, können wir auch mittlerweile deaktivieren. Vielleicht tun wir hier auch eher einen gemeinsamen Auspunkt an Schlatter machen, weil wir haben hier Schlacke und hier Schlacke, das braucht wieder mehr Platz. Kupfer. Kupfer, 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 Kupfer. Läufst du nicht mehr? Wo ist der Turm? Ne, ihr baggert noch, oder? Ihr seid noch fleißig an Baggern. Keiner tut das wegtransportieren, so schaut's aus. Exportroute. Ah ne, warte mal, ist nicht Kupfer, das ist Eisen. Bin ja blöd. Warum Eisen? Oh, Eisen hat mal zur Abwechslung gar keine Aufgaben mehr. Hoppala. Eisen hat zur Abwechslung mal gar keine Aufgabe mehr. Ich habe gedacht, ich habe... Mann, ich habe schon wieder Bereich anpassen. Also, warte mal. Ich muss den Team-Button drücken. Graben wir uns mal hier lang. Wie viel
Eisen liegt hier eigentlich noch? Oh, hier liegt noch richtig viel. Ich muss schauen, dass ich jetzt dann hier anfange zu verkippen, damit ich die Durchfahrten vertiefen kann. Ich bin jetzt zwar eh erstmal auf der Island, aber bis... Das liefert ihr noch? Habe ich das noch gemacht, dass ihr das direkt liefert? Okay, okay, okay. Wie viele Transporter habe ich dem Bergbau zugewiesen? 4. Ich gebe jetzt mal 6 fürs Erste, fürs Restarting. Weil das könnte jetzt gerade gebraucht werden. Eieieiei. Nee, aber scheint alles ganz gut zu laufen eigentlich, finde ich. Genau, die Priorität ist ja immer erstmal sich selber verfüllen. Dann den Rest. So sehe ich das auch immer noch. Gut. Ihr dreht euch wieder um und füllt das Backup auf. Ich will das Backup automatisieren. Ich bin mir noch nicht sicher, wie ich es mache, aber ich will das Backup automatisieren. Und ich habe eine grobe Idee. Vor allem, weil ich das hier gerne, vor allem nach dem letzten Debakel, umbauen möchte. Den halt dumpen wir einfach bitte. Perfekt, ist jetzt auch fertig. Also auf jeden Fall nach dem letzten Debakel, würde ich gerne schauen, dass wir das Ganze hier ein bisschen Fallout sicher machen, damit man nicht das händisch schalten muss. Und ich glaube, ich mit den Backups könnte ich noch ein bisschen besser fahren. Und ich mache das aktuell noch nicht so ganz. Glas braucht zum Beispiel auch noch ein Backup. Und meine Idee ist, und jetzt hört mir zu, die Idee ist relativ simpel. Denke ich. Und ich glaube, das sollte auch gut funktionieren. Wenn wir zum Beispiel Glas nehmen. Ich mache jetzt... Gut, ich bin noch im Planungsmodus. Wir nehmen zum Beispiel das hier. Dann nehmen wir links und rechts jetzt in dem Fall. Ich mache das jetzt mit kleinen. Warum mit kleinen? Einfach weil ich sage, die Masse brauche ich nicht so extrem wie sonst immer. Mache ich das so hier. Dann brauche ich nochmal einen flachen Anschluss. Und jetzt beide mal hier hin. Das ist jetzt einfach ausschauen. Dann gehen zwei Anschlüsse hier jeweils hin. Und von hier nach da. Hier kriegen die Eingänge Priorität. Hier kriegen die Ausgänge Priorität. Bedeutet, solange wir am Limit laufen, werden die nicht befüllt und stören uns nicht. Sobald aber wiederum das Backup benötigt wird, beziehungsweise wir überfüllen, dann füllt er das hier langsam auf. Produktion bleibt bei 100%. Sobald aber Schlimmeres passiert, oder wir sagen mal, unsere Anlage fällt aus, weil wir umbauen, geht automatisch die Backup-Lieferung dran. Die Sache ist, wir könnten rein theoretisch auch sagen, okay, bitte priorisiere mir jetzt mal kurz den Tank, weil, oder priorisiere ihn mit, weil ich möchte, dass, der leer gepumpt wird, damit ich zum Beispiel sagen kann, hey, ich habe gemerkt, wir brauchen hier einen großen Tank, ich setze jetzt hier zwei große hin. Der ist ja gleich von der Größe genau passend, genau. Und dann sage ich, okay, ich tausche die zwei aus, sobald die leer sind, baue den großen Tank rein, weil den brauche ich hier jetzt. Da muss ich halt die Fläche für frei halten. Und dann wird der große Tank wieder eingebaut, dann schalte ich das alles wieder um und es hat sich erledigt. Ich hoffe, ihr versteht, was meine Idee dahinter ist. Ich sehe das als... Hoppala, jetzt habe ich es nicht kopiert, sondern ausgeschnitten. Ich sehe das als Automatisierung für Backup-Lager. Und denke, das könnte so eine ganz gute Iteration sein, um uns zu unterstützen. Oder vor allem mich. Ich will das jetzt beim Glas einbauen. Vor allem dadurch, dass ich das Glas umbauen will und möchte. Versuche ich jetzt erstmal, habe ich mittlerweile eigentlich einen Anschluss
Methylsäure ins Gelände eingebaut. Direkt, nee, ne? Das wäre vielleicht was, was ich machen könnte. Im Zuge, was ich hier gemacht habe. Habe ich irgendwo noch eine freie Bahn, die ich nutzen kann? Das ist Polizium. Warum habe ich Gold da hochgestellt? Hm. Ich muss natürlich jetzt schauen, dass ich das irgendwo einbaue, umbaue, rumbaue. Oder ob ich Säure weiter fahren lasse, was ich halt voll beschissen finde. Ihr braucht Wasser. Kann ich euch rein theoretisch mit Säure befüllen? Nee, kann ich nicht, ne? Betonmischer 3. Auf was für einen Crack arbeiten die? Im selben Crack, okay. Ich kann euch rein theoretisch auf den Gasbetrieb umschalten, dann brauche ich aber Gas für euch. Und ich glaube, mit beiden laufe ich ja genauso. Alter, sind die lahmarschig. Wie viele Beton-Backup habe ich eigentlich? Gar keinen, ne? Fuck. Null Beton-Backup. Ungut. Die zwei, die hier 24 jeweils machen. Ja, sind sogar ein bisschen unterfordert. Aber jeder von euch braucht 3. Bedeutet, pro Anlage brauche ich eigentlich einen. Wenn ich auf Stufe 3 umschalte, brauche ich pro 1, 2 von denen. Kann ich Zement nicht irgendwie anders noch herstellen? Gibt es nicht irgendwie einen anderen Weg? Mit Wasserstoff. Bei der Gasanlage. Aber Wasserstoff ist wieder so freaking teuer. Es produziert aus dem Kohlendioxid direkt. Also entweder ich gehe weiter auf die Kohle mit Kalkstein. Oder ich spare mir die Kohle, gehe auf Wasserstoff. Bloß Wasserstoff wiederherzustellen ist... Ich brauche 6 Wasserstoff... Alter, überleg mal, was das für ein Aufwand ist. Ich könnte den Wasserstoffreformer nehmen, aber der ist auch wieder beschissen. Ich nehme Elektrolyseur 2, da kriege ich dann... Kann ich mit einem, 2 von dem... könnte ich das upgraden zu doppelt so stark... Was braucht alles gerade bei mir Beton? So, by the way, was befülle ich? Eigentlich nur die Produktion hier. Und so aus reinem Interesse, wenn ich dich kurz stoppe. Also kurz bevor ihr fragt, was zur Hölle hat dieser Idiot wieder vor... Elektrolyseur 2 braucht zwar viel Strom pro Anlage, aber bringt mir 12. Der Sauerstoff ist mir tendenziell komplett Latte. Habe ich nicht hier irgendwo vielleicht sogar einen Elektrolyseur schon im Einsatz? Geil wäre es, wenn du dir zwischendurch die Sachen highlighten könntest. Wahrscheinlich gibt es dafür sogar einen Button. Die du machst. So. Jetzt füllen wir dann die Tanks an. Rein theoretisch können wir wahrscheinlich den auch noch im Backup dann nutzen. Der Sinn dahinter ist, ich will das komplette System ein bisschen überarbeiten. Ich würde gerne schauen, dass ich mir vielleicht direkt hier das schnappe. Auch die Produktion fürs erste Mal pausiere. Ich tue mal den Anschluss hier raus. Weil man merkt, dass gleich nur eine Sache betroffen aktuell. Der Tank wird langsam voll, das ist super. Ich versuche, wie gesagt, jetzt ein bisschen die Anlagen zu verschieben, umzubauen und aktuell zu aktualisieren. Vielleicht schaffe ich es auch, dass ich den ganzen Haufen, den ich hier gemacht habe, ein bisschen nach links schiebe.
Mit neuer Technologie sollte das ja relativ gut alles umsetzbar sein. Schauen wir mal, wenn ich jetzt hier ein U-förmiges Förderband nehme. Sag schnell liefern und dich pausieren aus. Dann fülle ich das jetzt mit an. Mach den Tank leer. Die können noch ihre Reste verbrauchen. Ah, ich sollte vielleicht auch hier die Zulieferung ausmachen. Die sollen alles automatisch handeln. Dich reiße ich schon ab. Also wie gesagt, ich versuche ein bisschen das Ganze zu transformieren. Genauso zum Beispiel unser Eisen-Backup-Lager. Was hier steht, das verschiebe ich jetzt nach hier. Okay, du kommst von Stufe 2 jetzt zum Beispiel. Bedeutet, ich baue jetzt hier einen flachen Aufzug hin, der von Stufe 2 geht. Reiß den Tank ab, mach hier schnell liefern. Mach ein flaches Förderband, setz dich schnell hier ein. Dann tue ich den Stahl hier hin, daneben sozusagen. Vielleicht muss ich dann die Stahllein nochmal ein bisschen verändern. Ich muss mir die ganze Zulieferung vielleicht nochmal ein bisschen überarbeitet anschauen. Das ist allgemein ein bisschen noch fricklig, nennen wir es so. Ich verbessere dich mal auf ein größeres Zwischenlager. Aktuell brauchen wir zwar nicht so viel Gummi, aber wer weiß, was passiert. Oder du müsstest eigentlich dann auch langsam voll leer werden, oder? Warum ist der so viel schnell voller wie der da? Oh, lass mich raten, sie haben den befüllt. Ihr Schweine. So, und dann machen wir hier ein flaches Förderband 2 zum Beispiel. Schließt es genau hier an. Ich dampf das Eisen jetzt, mir wurscht. Wir scheinen aber echt gut zu laufen langsam wieder. Auch die Reste schauen ganz gut aus. Ich werde jetzt auch mal kurz die Lasche hier kappen. Schnell entfernen. Und dann mache ich noch ein Lager hier hin. Oder wir können ja meinetwegen auch schon zwei bauen hin. So. Ich mache hier anliefern aus, abliefern an. Dann werde ich mit einem, weiß was, ich mache jetzt sogar einen Dreier schnell für die Umlieferung. Wir machen beides aus. So. Dann wird das ganz schnell umgefahren, rumgeräumt. Und dann sollte es in Kürze funktionieren. So, die Lager sind jetzt hier bummvoll. Also, euch sollte ich vielleicht auch pausieren, ne? Bedeutet, alles, was dahinter ist, wird jetzt abgerissen. Ich lasse noch kurz stehen.
Bestimmte Teile fange ich schon an abzureißen, einfach weil sie genau da sind, wo sie. Auch die Anlage würde ich gerne überarbeiten. So. Aber wenn ich das dann hier mache, dann verkürze ich viele Flächen und mache hier viel mehr frei. Jetzt kann ich das zum Beispiel schon wieder wegräumen. Ich lasse das bis hierhin da. Schneide das hier ab. Das ist ein U-förmiges, beinahe schief gelaufen. Ein bisschen zeigt es, hat es schon gezeigt, finde ich auch, dass ich einiges schief gemacht habe. Ich hätte vieles von Anfang an, denke ich, anders machen können. Ich denke auch mit der neuen Struktur, die jetzt dann hier anfängt, sollte das um einiges besser werden. Kriegt jetzt hier noch den Rest. Erst die Anlage abreißen, euch abreißen. Es hat sich halt viel geändert, seitdem wir diesen Spielstand begonnen haben. Und ich glaube, man muss mal dem ganzen Neuen auch gerecht werden. Finde. So. Umbauarbeiten XXL. So. Was? Es ist zwar Verschwendung, scheiß drauf. Wahrscheinlich das Lager jetzt einfach auch verwenden können und hin und her und pipapo. Aber ich wollte nicht. I didn't want to. Gut, der Umbau geht gut voran, finde ich. Wenn ich mir das anschaue, gleich sind wir immer besser dran. Setz dich jetzt mal hier dran, damit wir einen schnellen Umbau haben. Und gib dir die Priorität. Und sag entleeren bei hier. Und die hier gebe ich das volle entleeren. Das ist keine Anlieferung. Schaut mal, was ich für eine Fläche gerade wieder freigebaut habe. Holy shit. Wenn ich dann hier sozusagen erstmal jetzt Beton neu entwickle, dann Glas entwickle, dann das Glas hier unten abreiß und Stück für Stück meine Sachen wieder überarbeiten und entwickeln kann, ich glaube, dann sind wir sehr gut auf einem Weg. Und auf einem sehr guten Weg grundsätzlich. Dann werde ich auch mein Backup-System überall anfangen einzubauen. Und ich glaube, dann sind wir noch besser unterwegs wie aktuell. Warum ist die Anlage so extrem überfordert voll? Kann ich einen Upgrade eigentlich auf die nächste Stufe machen? Das bringt sich, glaube ich, wenig. Wenn wir eh am Rande laufen komplett. Wahnsinn. Auch ich habe Schwefel in Masse. Was mache ich mit dem ganzen sauren Wasser jetzt? Ich kann dich nur upgraden, dann haben wir hier noch einen größeren Tank, aber so mit dem ganzen Schwefel. Ich habe hier einen Umbau in Säure drin gehabt.
Gut, jetzt sollte die eine Anlage leerer werden, dann können die wieder ein bisschen was machen. Das wird auch nicht ewig halten. Gut, Leute, aber ich würde sagen, beim nächsten Mal... Oh, die Tanks schon wieder fast leer. Holy shit, verbrauchen die viel. Aber wenn es gut läuft, sind die auch eh gleich voll. So wie es ausschaut, sind wir quasi am Ende. Das würde auch heißen, dass wir keinen Beton fürs erste Mal brauchen. Sobald ich halt anfange zu bauen, ja, dann wieder, aber... Ihr wisst, was ich meine. Ja. Ich denke, wir haben gut was vorangebracht. In der nächsten Folge werden wir dann hier dieses Stück bearbeiten, anfangen und umbauen. Vielleicht werde ich dann auch noch die Kabel hier versetzen anfangen. Dass wir dann ein bisschen mehr Platz haben. Immerhin haben wir jetzt die Möglichkeit, mit den Bändern das zu machen. Und ja, ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.